Die Gans, die wird richtig schön saftig und die soll ja auch kross werden. Das heißt, was macht man da? Man kocht sich so eine Glasur. Und dafür nehme ich jetzt erstmal so ein bisschen Honig. Lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen aufschäumen hier. Dann geben wir dazu auch etwas, was nicht alle Menschen bei einer Gans verwenden. Ich habe hier Zuckerrübensirup. Dann etwas Sojasauce, Salz. Die Gans ist ja noch nicht gewürzt, also noch gar nichts dran. Und dann nehme ich hier ein bisschen von meinem Gänsefond und lasse jetzt das Ganze sirupartig einkochen.